Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Emo Thüringen. Wir werden jetzt beginnen mit Cosplay, mit Aussaat, mit vier Maschinen. Ich habe es in der letzten Woche, gestern eingestellt, dass alle Fahrzeuge vorbereitet sind, dass wir nur noch auf Start drücken müssen. Und zwar Abfahrer einstellen. Jetzt müssen wir ganz schnell zum nächsten fahren und laufen. Den auch aktivieren, dass der pest aber ab, du hier als Folge des Maschinen hier. So. Wir werden mal ein bisschen mitfahren, mal schauen, wie das jetzt vorwärts geht, ne? Ich dachte schon wohl, der jetzt wieder hin, ne? Das ist meistens immer einer dabei, der sieht so tattoo-mäßig so. Der macht Kartoffeln. Das sind Kartoffeln. Das aber müssen wir nachher nachsehen. Ah, guck mal. Mist. Na, ja, so ist er halt. Zepp. So, jetzt müssen wir kurz sehen, hier stoppen. Wo will der hin? Das kann nicht wahr sein. Der ist auf einer anderen Bahn. Oh je, 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 je. Der muss ja hier fahren, ne? So. Gehen wir mal manuell und dann geht es vielleicht weiter hier mit dem. Alle Kartoffeln her, das ist kein Problem, da werden wir ja entsprechend. Nee, nacharbeiten, das können wir noch übersehen, nachher ist kein Problem. Ja, einer ist mir leider schief gegangen, also ja, ist halt so, ne? Gut. Hat er sich gefangen? Ist natürlich ungünstig, aber gut. Schlecht. Ja, also, wenn man ein Fahrzeug natürlich die nicht beachtet, ne, dann ist natürlich. Mit Breitreifen ist auch nicht so günstig, wenn ich das so sehe. Naja, aber gut. Die Stelle werden wir nacharbeiten nachher zum Schluss. Und dann soll es kein Problem geben. Wenn der vierte hinterher fährt, ist nicht so tragisch.
Schlimmer ist, wenn dann mit einer dritte plötzlich vorbeigeprescht ist und dann her sich irgendwie kreuzen, das ist ungünstig. Deswegen mache ich immer so, dass der erste fährt, der zweite, dann der dritte und so weiter. Die Reihenfolge hat irgendwo auch eine Funktion, sag ich mal so, dass es entsprechend auch gut geht. Ja, die Geschwindigkeit ist mir allgemein zu hoch, aber ich kann es, glaube ich, jetzt nicht mehr ändern. Und hier könnt ihr auch Original Seemaschinen kaufen. Aber gut, was soll's. Gut, gerade nicht mehr ändern. Ja, schauen wir mal. Also, es ist nach wie vor so nass, wie eigentlich das Wetter ist. Können wir einmal gucken, ob wir jetzt trocken erwarten. Wir erwarten jetzt die nächsten Tage trocken. Heute trocken. Und Sonntag auch. Montag wieder Regen. Dann bis dahin möchte ich die Ernte erledigt haben, ne? Naja. Ja, unten kann man sehen an der Leiste, wie lange es noch ungefähr dauern wird. Also für 20 Minuten soll es komplett fertig sein. Pro Gerät. Einerlei würde es nicht schaffen, dann würde es im Prinzip das Doppelte, das Vierfache dauern an der Zeit. Deswegen ist das mit vier Maschinen bei den großen Feldern hilfreich. Sonst würden wir hier ewig rumschweißen. Und so kriegen wir das vielleicht noch, also heute oder morgen entsprechend wächst. Ne? Also schauen wir mal. Obwohl es sieht noch nicht so eng. Wir haben noch Herbst. Es wird noch keimen, es wird noch wachsen, aber ob es wehfähig wird, ist die andere Frage. Ne? Wir müssen uns den Deutz schnappen und da entsprechend den Überladewagen bereit halten. Das heißt, den Deutz ist hier. Dass wir nachher die Gerste zum Abfahrer fahren können, ne? Dazu werden wir die Straße fahren. Aktuell ist hier frisch gesät. Wenn wir in Ansicht gehen. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Da fahren schon die ersten Brüder wieder, ne? Die erste Runde haben fast geschafft. Aber den Bereich, wo die Kartoffeln gesät wurden, da werde ich mal gleich nachher beigehen und Gras nachsehen. Dann sollte da am Ende nachher auch Gras wachsen. Also in Natur würden auch Kartoffeln wachsen, weil die gehen eigentlich nicht kaputt, wenn man übersieht. Aber natürlich, also in der in der reellen Welt aber so würden die dann auch keimen und trotzdem wachsen, obwohl man das hier sehen würde, aber hier in dem Fall nicht. Aber die würden ja spätestens im Winter beim ersten Frost so eingehen, ne? Gut, ich dachte schon, er macht hier ein auf Tanzen hier. Die Ränder muss ich sehen, ob ich das nacharbeiten werde. Ich glaube, ja, lohnt sich schon. Bei Gras können wir es machen. Später mal Weizen ist, dann wächst trotzdem Gras und dann ist es sieht optisch immer ganz gut aus. So. Ja, oben links ist alles gut. Wenn einer rot ist, oh, dann ist Achtung angesagt. Ne? Wohl nachher, wenn die jetzt ne, auf hoch runter gehen, nachher ist das ein bisschen anders, dann geht er los. Ne? So, die erste ist, ja, da ist die Maschine, da sind die Gerätschaften. Ich hoffe, der Kurs noch geladen ist. Und hier ist unser Überladewagen. Da habe ich einen Traktor abgezogen, weil ich mit vier gleichen arbeiten wollte.
Höchste. Fertig. Jetzt gehen wir in Überwachung. Die erste Kurve fährt. Und jetzt ist es wichtig, dass man wegen Verband aktiviert hat, dass man das zweite nicht plötzlich hinterher fährt, ne, und dann überholen will. Ne. Denn der fährt jetzt genau durch das, das eine Ding, was deaktiviert ist, ist es entsprechend so, dass er genau die Bahn nimmt, ja, wo er angefangen hat. Ne, auf der, ich finde, der erste Blocking ist auch deswegen, weil er steht und wartet. Und der zweite ist auch Blocking. Der dritte dann auch bald. Ne. Weil die warten jetzt, bis der entsprechend die Kurve gekriegt hat, weil das da fahren die ein bisschen langsamer. In der reellen Landwirtschaft wird man eher in der Mitte anfangen und das Schluss am Rand, weil über die frische Aussaat zu fahren ist immer nicht gerade ideal, ne? Aber hier ist es im Grunde egal. Jetzt arbeiten die beiden weiter. Jetzt kommt bald der nächste, wird aufholen, das hole ich jetzt. Ne? Und das könnte jetzt auch Probleme bringen, ne? Wenn der entsprechend sich jetzt entsprechend begegnen. Da muss ich mal ganz kurz eingreifen zur Not. Wobei ich aufpassen muss, dass die hinteren beiden nicht uns überholen. Ne? So. Denn die erkennen sich nur, wenn sie entsprechenden Verband fahren. Und wird der erst aufgehört, das weiß ich jetzt nicht. Wenn wir dann sehen herum, weshalb. Hier müssen wir so entsprechend nacharbeiten. Das ist mir auch persönlich jetzt ein bisschen wurmt, dass wir Kartoffeln ausgesehen haben. Ne? Warum man jetzt nicht weiter aussieht, das weiß ich auch nicht. Gut, normalerweise werden die Baden jetzt entsprechend auch wo will er hin? Da sehe ich ja schwarz. Ach so, weil hier die Schräge so groß ist. Ah. Müssen wir gleich die Kurve kriegen, ne? Ja, also 4 vorgewendete Bahnen, das reicht gerade so, ne? Wenn jetzt hier Bäume wären, dann wäre es schlecht. Das kann Kursblick nicht erkennen. Bäume und so, das mögen die nicht. Ist halt so. Warum warten die jetzt da unten? Ach Gott, weil er dachte, ja gut. Wenn der Manöver ist immer so eine Sache, da warten die entsprechend. Na gut. Und jetzt sieht er aus, das ist komisch. Gut, da werden die Kartoffeln vielleicht komplett weg sein. Oder fast. Ja, gut, ein bisschen nacharbeiten werden wir können und müssen, aber gut, das geht. Dann sieht man die Zeitansage immer noch 19 Minuten. Also kann man darauf nicht ganz voll verlassen, wie die Anzeige seid. Denn wir haben wieder mittlerweile 14 Minuten verlaufen. Mit Beginn der Aussaat. Ja, ne? Aber vom Prinzip her ist es gar nicht so schlecht, weil wir eh nicht arbeiten können wegen Witterung. Ist noch zu nass. Aber das Denkmal, das wird man gegen 10, 11 um den Dreh. Gegen Mittag. Vielleicht gegen 13 Uhr oder so entsprechend dann entsprechend mal eingreifen kann, ne? Also mit der Ernte.
Das können wir auch an der Karte sehen. Wenn wir jetzt mal Gras aktivieren. Wie es im ganzen, im großen Ganzen die Aussaat jetzt, wo jetzt im Prinzip die Knackpunkte sind. Also die Ränder. Die Ränder würde ich mal ignorieren. Die Stellen müssen wir nacharbeiten. Die Ecke, die geht. Und da oben könnte auch was sein. Wo das vielleicht anders sein könnte. Ja, hier haben wir überall. Hier werden wir wahrscheinlich irgendwann später eine Raps auch sehen. Hier Raps und da mal sehen. Vielleicht im nächsten Jahr Mais. Das ist eigentlich für ein Feld, fürs Mais. Ja, wo wird aber so fahren, ne? Nord-Süd, ne? Ja, mal sehen. Ob wir wieder Mais machen oder wir machen nur Gras. Das muss ich mal sehen, wie das eine Silo ist, ne? Ob wir zumindest ein kleines Feld nehmen für Mais, um es das mittlere Teil zu testen. Obwohl wir Silageballen haben, haben wir eigentlich auch genug von der Aktion eigentlich. Mal sehen. Raps können wir im Herbst auch sehen. Das geht ja. Das andere halt ist im Frühjahr. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Dann sage ich hier von mir erstmal Tschüss. Und hört uns, sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.